So Leute, wir sind im Bottom Dollar Bounties Update. Ihr habt wahrscheinlich schon das Video zu diesem schönen Unternehmen gesehen. Ich wusste gar nicht, dass hier oben noch so ein Panel oben ist. Auf jeden Fall nice. Wir haben das hier geholt, relativ günstig unten in der Stadt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ihr habt schon den Titel gelesen. Wir tunen die Fahrzeuge. Und jetzt ist der Übermacht Niob dran für schlabberhafte 1,88 Millionen GTA-Dollar. Das ist sogar wirklich in der letzten Inflation in GTA total in Ordnung. Leider kommt noch der HSW-Preis darauf. Hier unten können wir sehen, HSW-Verbesserung verfügbar. Und laut meinen jetzigen Informationen sind es 1,8 Millionen. Da könnte ich einfach nur heulen. Den kaufen wir uns jetzt. Ist der BMW E8. Ist nicht mein Favoritfahrzeug, habe ich schon mehrmals gesagt. Aber in GTA ist er sehr gut umgesetzt. Und den bestellen wir uns jetzt in unsere Autowerkstatt, wie immer, damit das Upgraden etwas günstiger ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Autowerkstatt. Wir sind in unserer Autowerkstatt, voll mit den randomsten Fahrzeugen, die man sich vorstellen kann von den letzten Updates. Aber hier der wunderschöne Übermacht Neon. Niob. Ist so ein hässlicher Name. So, wir tunen den jetzt. Let's go. Übermacht Niob. Absoluter Müllname, deswegen sagen wir einfach E8, BMW E8. Auch ein schlechter Name, aber naja. Wir fangen mal an und oben sind die Radlochverkleidungen, nicht wie immer die Panzerungen. Da ist irgendwie manchmal ein Fehler drin bei Rockstar. Ich weiß nicht, warum das passiert, aber let's go. Okay, wir fangen an. Radlochverkleidungen, keine Street-Kit, das sieht nicht schön aus, angenietetes Kit und Rennkit vorne auch noch. Ich bin leider kein Fan von allem. Ich mache einfach das Rennkit drauf, wenn es mir am Ende nicht gefällt, mache ich es weg. 1500 Dollar ist jetzt nicht die Welt. So, die Panzerung lassen wir mal erstmal sein. Bremsen full. Stoßstangen, Frontstoßstange haben wir. Hier haben wir so um die 8. Verbreiterter Zierrand, verbreiterter Carbon, Flügelzierrand. An den Ecken geht es dann nochmal so hoch. Carbon-Flügelzierrand, Hochleistungszierrand. In der Mitte haben wir noch so einen Zusatz. Auch bei dem Kühlergrill nochmal. Und dann das alles nochmal in Carbon. Dann haben wir den Splitter und den Splitter mit Renneinlässen. Und ich muss sagen, das mit der Splitter am besten gefällt von allem bisher. Das Rot vom Haken ist irgendwie komisch, aber ansonsten nice. Nehmen wir mal. So, Heckstoßstange. Ich wusste gar nicht, dass das hier an den Seiten so Einlässe sind. Oh mein Gott, das sieht ja so komisch aus von unten betrachtet. So, Heckstoßstangen serienmäßig in Primär. Oh, das ändert den Look des Fahrzeugs einfach mal komplett. Das ist ja mal heftig. Dann haben wir das einmal in Carbon mit Diffusor. Diffusor in Sekundärfarbe. Diffusorbrücke und in Sekundärfarbe. Wir nehmen mal den Diffusor in Sekundärfarbe. Dann geht es weiter zum Motor. Auch voll Auspuff haben wir jetzt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieses Auto eigentlich, der E8, eigentlich ein Elektrofahrzeug ist. Abgerundetes Endrohr, Doppelendrohr, dann das angespitzte Endrohr, angespitztes Doppelendrohr, Doppelauspuff, Titan-Doppelauspuff, dreifacher Titan. Das ist enttäuschend. Ich finde alle Auspuffe einfach übertrieben hässlich. Ich glaube aber, ich nehme das abgerundete Doppelendrohr, das abgerundete Endrohr. Das ist, glaube ich, das Beste, so was noch irgendwie zum Fahrzeug passt. Okay, wir machen weiter mit dem Kühlergrill. Wir haben den in Primärfarbe, Carbon, Gitterkühlergrill. Oh, das sieht schon mal sehr nice aus. Wieder diesen BMW-Look. Waagerechter, das ist auf jeden Fall Mercedes zu 100%. Das machen wir nicht drauf. Sieb, geriffelt und Rennkühlergrill. Da kann man fast gar nichts erkennen. Wir machen mal den Gitterkühlergrill drauf. Dann die Motorhaube. Haben wir einmal in der Sekundärfarbe mit Zierrand. Aber in Schwarz ist das auf jeden Fall. Dann in der Sekundärfarbe geglättet. Sekunde, achso, dann geht auch das nach unten weg. Also es ist dann einfach eine gerade Fläche. Mit Zierrand, achso, eine Putzenabdeckung. Also die Namen sind so komisch leider. Und mit Doppeleinlass. Ich nehme erstmal Doppeleinlass, vielleicht kann man es ja noch ändern. Design haben wir 11 Designs. Weißer Pfeilstreifen, da ist einfach ein Pfeil drauf vorne. Das ist auch interessant. Dann einmal in Schwarz dasselbe. Weiße Konturen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schwarz, ikonischer Oldschool-Lack. Dann haben wir den graustufigen Oldschool-Lack. Ist das bestimmt irgendeine Anspielung an irgendwas? Radiance? Okay. Gefällt mir. Beast 76? Interessanter Name. Modular-Lenkradlackierung und Dance Electric. Kann auf jeden Fall auch sehr nice aussehen. Mir hat jetzt irgendwie das hier sehr gut gefallen. Radiance und dieses Beast-Ding. Ich nehme mal Radiance. So, dann haben wir die Spiegel. Oh, hier haben wir auch eine Menge. Einmal in Primärfarbe, Sekundärfarbe, Carbon, Tuningspiegel ist ein bisschen spitz oben hin und dann haben wir noch den Rennspiegel. Hat mir jetzt alles nicht gefallen, ich lasse es einfach mal standardmäßig. Dann als nächstes haben wir das Dach serienmäßig, Sekundär, Carbon, Antenne, Turbulatorin, Sekundär mit den beiden nochmal, dann nochmal ein Carbon und eine Dachluftputze, auch in
mehreren Farben und Ausführungen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Antenne. Seitenverkleidung. Oh, wir haben ja echt viele Optionen, muss ich sagen. Auch wenn alle nicht so geil sind und sich einfach nur in verschiedenen Farben äußern, haben wir doch ein paar Optionen auf jeden Fall. Das ist sehr nice. Die Seitenverkleidung in verschiedenen Farben. Dann den Slipstream. In der Ecke ist noch so ein Flügel nach oben. Straßenseitenverkleidungen. Flügel und Canards. Gefällt mir sogar am besten. Ist mal was ganz anderes. Ist auch immer ein bisschen krass, dass wir das jetzt dreimal hier haben, aber trotzdem nice. Spoiler. Sehr gespannt. Machen wir als letztes Federung ganz runter. Getriebe voll, Turbo voll und die Fenster machen wir ein bisschen dunkler. So, wieder jetzt im Spoiler. Das ist immer meine Lieblingstuning-Option, deswegen. So, Spoiler-Lippe. Also ich finde es schön, dass es an das Auto angepasst ist. Jetzt nicht mein Favorit. Dann nochmal Entenschwanz in mehreren Farben. Oh, Sportspoiler mit Zierrand. Okay, also das Coole ist, dass es halt zum Fahrzeug passend gemacht wurde und nicht einfach irgendwas draufgeklatscht wurde. GT-Flügel. Crazy. Gefällt mir aber auch sehr gut. Oh mein Gott, warum gefallen mir die so gut? Rennen und... Okay, die beiden sind halt genau das, was ich meine. Einfach drauf geklatscht. Aber die beiden sind sehr nice. Ich glaube, wir nehmen den GT-Flügel Mark II. Das ist mir dann doch ein bisschen weit zu weit hinten und unten. Das gefällt mir dann doch etwas besser. Okay, damit hätten wir alles. Und wir machen noch kurz die Lackierung und dann sehen wir uns draußen wieder. So Leute, die ganze Crew hat sich hier versammelt. Mit ihren eigenen BMW i8. Die natürlich sehr, sehr toll aussehen. Aber natürlich haben sie mich dazu überredet, meinen Pink zu machen. Wie denn auch sonst. Das ist natürlich sehr nice. Damit muss ich jetzt leben. Und hier vorne haben wir noch den En Visage oder En Visage. Keine Ahnung. Auch ein sehr schöner. Der kommt auf jeden Fall auch noch in dem nächsten Video hier nach. Okay, ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Wir fahren jetzt noch kurz zum LSK-Meet und schauen uns da das HSW-Tuning an. Warum ist da hinten eine... Wir hoffen mal, dass sie nicht explodiert. Okay, wir testen das jetzt mal noch auf dem Weg zum LSK-Meet. Und ich muss sagen, der Wagen lenkt sich gar nicht mal so schlecht. Aber er fühlt sich jetzt auch nicht so schnell an. Aber ich werde mal auf Tests gespannt. Weil er ist gar nicht mal so schlecht. Also die Kurven nimmt er schon sehr solide. Also extremst gut, muss ich sagen. Das ist echt nice. Also er handelt sich sehr... Ich habe das Gefühl, dass ich den auf jeden Fall sehr gut unter Kontrolle habe, muss ich sagen. Okay, das Bremsen hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber ansonsten... Hätte er sich sehr nice. Aber jetzt natürlich dumm, die Performance-Tunings drauf zu machen, bevor wir den zum HSW gemacht haben, ne? Oh, ich sehe gerade, dass wir hier vorne sogar den neuen Euros testen können. In der HSW-Variante. Das ist sehr geil. Also, wenn ihr den testen wollt, hier habt ihr die Gelegenheit. Okay, hau. Herzlich willkommen im Video. Bitte sag mir, dass das jetzt nicht so teuer ist. Bitte sag, es ist keine 1,8 Millionen. Bitte sag mir, dass der Zuschauer sich geirrt hat. Bitte. Du kleiner... Oh mein Gott. So, wir gucken noch, was für neue Verbesserungen wir haben. HSW-Bremsen für 60.000. Die Motorverbesserung für 60.000. Wir haben hier einen Schmiedeeinlass, der neu ist. Wir haben leider nur die standardmäßigen HSW-Designs als extra. Wir haben einen neuen Schmiedeflügel, die Getriebeverbesserung und die Turboverbesserung. Ansonsten hat der Wagen leider nichts Neues zu bieten, was einerseits gut, aber andererseits natürlich schlecht ist, ne? Das hätten wir dann auch uns sparen können und das hier direkt machen können. Aber naja. Jetzt haben wir es gemacht und ich würde sagen, es wird Zeit für Runde 2 vom Testen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass wir 11 Millionen hatten, als wir das Auto gekauft haben. Danke für den Flip. Und jetzt haben wir nur noch knapp 7 Millionen. Also 4 Millionen schon mal für dieses Fahrzeug weg. Das kann noch spaßig werden. Aber mit dem HSW Upgrade fühlt sich der Wagen 1000-mal schneller an als eben. Jetzt bleibt nur die Frage, wie er in der Performance in den Kurven ist und in Rennen fahren. Dafür bin ich leider kein Experte, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Traktion relativ ähnlich geblieben ist. Der Wagen ist aber signifikant schneller. Das kann ich auf jeden Fall sagen, das spürt man extremst. Aber die Bremsen lassen zu wünschen übrig. Okay, also in großen Kurven ist es kein Problem, aber in kleineren, ja, die Bremsen sind nicht zu gebrauchen leider. Da muss man schon etwas früher bremsen und die Kurve sehr weit nehmen. Ansonsten hat man da ein großes Problem. Ja. So viel dazu. So Leute, dann sind wir hier mit den 4 BMW i8 bzw. Niob oder so. Genau. Mit dem Hyperbach Niob. Sehr schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Viele Tuning-Varianten. Natürlich musste ich es pink machen. Ich muss ehrlich sagen, dass die anderen auf jeden Fall viel besser aussehen. Dieser direkt neben mir sieht auf jeden Fall aus, als käme er straight aus Most Wanted.
oder Need for Speed Unbound oder so, sehr geil getuned. Und ja, damit würde ich sagen, wäre es das für diesen Video. Und verpasst auf jeden Fall nicht die anderen Tuning-Videos. Danke auf jeden Fall an der Stelle, Paul. Ich wurde noch überredet zu einem Höchstgeschwindigkeitstest auf dem Flughafen. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt jemand mit einem Jet hier hinkommt. So, ich würde sagen, wir reihen uns alle hier an dieser Linie auf. Ich im i8, HSW, Kev genauso. Paul mit dem Italy GTO Stinger TT und den Devast 8 HSW auch. Da bin ich mal extremst gespannt. Jetzt wird das sehr interessant und wir haben noch einen Jet dabei. Die Hydra ist das, glaube ich, oder der Laser. Da bin ich mir unsicher. Ich glaube, das ist der Laser. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Okay, hier kommt noch jemand dazu. Mit dem Cole Cyclone 2 HSW. Okay, jetzt könnte es sehr interessant werden. So, jeder macht sich ready. Und dann würde ich sagen, let's go. Okay. Start extrem gut. Vom i8. Der Laserjet zieht uns natürlich ein bisschen weg, aber wir können relativ gut mithalten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Nein! Oh mein Gott, das war so knapp. War das ein offensichtlicher Sieg? Betonlinien aufhalten. Okay, das war crazy. Okay, alle stehen gerade. Ich starte mal hier so die Aufnahme. Wir werfen die Granate. Jetzt bin ich mal extrem gespannt wieder. Okay, let's go. Ich bin extremst gespannt. Okay, also die Sache ist, ich ziehe ja auch weg, ne? Also auf dieser Gerade, ich ziehe den Italy GTO weg. Oh mein Gott. Nein! 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 Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also zum Glück wurde ich noch zu einem Rennen überredet. Ist der so schnell? Okay, damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. GG's an der Stelle. Eine neue Erkenntnis. Das ist krank. Haben wir wirklich ein neues, schnellstes HSW-Fahrzeug, ist die Frage. Da bin ich auf jeden Fall ein paar Tage auf professionelle Tests gespannt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Okay, ich werde zusammengehauen, deswegen würde ich sagen, ciao.